Spannung. Und jetzt Marc Girardelli. Wie kommt er mit den Verhältnissen zurecht? Der Mr. Hahnenkamm, erster und zweiter in Kitzbühel. 44-42, nur 6 Hundertstel hinter Alpica und 3 Hundertstel ist er vor Beuth. Schön die Linie Hundschopf genommen. Er ist ja momentan in einer beneidenswerten Form, der Marc Girardelli. Verzauberter Canadian Corner. Und ist schon da. Der ist schnell. Schauen Sie auf diese Zwischenzeit. 1,52,20. 1,57 Vorsprung. Also dieser Marc Girardelli ist heuer. So scheint es im Moment nicht zu stoppen. Unglaublich, wie der Marc Girardelli fährt. 2,06,81. Über eine Sekunde Vorsprung. Da wird es auch jetzt für die Österreicher schwer werden, den Marc Girardelli zu schlagen. Das sollte ein neuer Streckenrekord werden. In jedem Fall. Und dieses Ziel ist, schauen Sie, wie sauber das fährt, wie auf Schienen. Und die Zeit, sensationell, 2,26,54. Marc Girardelli, heute zu schlagen, wird nicht leicht sein. 1,75 Vorsprung. Für mich schon die Entscheidung oder zumindest die Vorentscheidung. Jetzt kommt Marc Girardelli und er ist derzeit in einer Form, die nur wenige vor ihm in einer Saison gehabt haben. 44,06 schon oben. Das ist im Vergleich zum zweitschnellsten zu Beuth ein Vorsprung von über einer halben Sekunde. Auf Wasmeier hat er 8 Zehntel Vorsprung und er fährt hier immer eine bestechende Linie. Springt auch eher mehr rechts, macht einen ganz kleinen Zwischenschwung, der hilft ihm dann, um den Schwung aus dem Canadian Corner mitzunehmen. Und der muss jetzt gleich auftauchen. Da ist er schon. Das gibt heute wieder eine fantastische Zeit. 1,51,41. 1,51,41. Das ist schneller als gestern. Er könnte also seinen gestrigen Streckenrekord noch einmal unterbieten. Er könnte heute das Feld hier im wahrsten Sinne des Wortes, wie einst Mitte der 70er Jahre, wie es Franz Klammer geschafft hat, deklassieren. 1,75 hat er bereits Vorsprung. Und diesen Marc Girardelli wird, wenn er das Ziel es jetzt schafft, heute auch niemand mehr schlagen können. Und er wird der erste Doppelsieger von Wengen werden. Sollten sich die Verhältnisse auf der Strecke nicht ändern, dann wage ich diese Prognose jetzt schon. Schauen Sie sich an, Marc Girardelli, eine hervorragende Zeit. 2,40 Vorsprung, 2,40 Vorsprung, 2,25, 76. Das ist der Sieger vom Laubauern heute. Nach Start Nummer 7. Diese Prognose abzugeben, ist an Betracht dieser Leistung wahrscheinlich kein Risiko. Und wenn ich mich geirrt haben sollte, dann...